Is this your first print day, and what are you, or and how are you experiencing it? Ich bin schon seit gefühlt 10 Jahren auf diesen Print Days. Wir haben damals 2011 angefangen mit der Komet-Schnittstelle und seitdem sind wir hier mit dabei. Die Corona-Zeit war dann eine Pause. Das habe ich dann auch sehr vermisst. Also es ist immer wieder schön herzukommen. Man sieht seine Freunde, Kollegen, alte Bekannte, alte Mitarbeiter. Es ist eine Wahnsinnsveranstaltung und immer wieder schön. Beautiful. Now to the in-depth piece. What are your thoughts on the importance of ChatGPT and product data? ChatGPT und überhaupt die Möglichkeiten, die man heute mit AI hat, sind echt ein Gamechanger. Ja, man sieht es in den Nachrichten, fällt jedem früher oder später irgendwann auf. Aber gerade im Bereich Produktdatenmanagement, Datenonboarding und kreativer Texterstellung ist ChatGPT und die Möglichkeiten, die man hat, eine ganz neue Welt. Ja? Also ich habe gerade hier einen Vortrag gehalten über die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Beim Daten-Onboarding, Farbmapping, Kategorie-Mapping, Klassifizierung, aber auch Texterstellung, Textübersetzung. Das sind alles Dinge, die früher viel Zeit und Geld gekostet haben. Die kann man jetzt wunderbar automatisieren. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Wir haben es im Einsatz. Wir haben Kunden produktiv, die mit ChatGPT heute schon arbeiten. Und es ist der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Vielleicht noch ein Wort an Horst Huber. Falls er mich irgendwo sieht, ist schön, lieber Horst, wenn du das siehst, freut mich echt auf die lange Verbundenheit zwischen Werk 2 und Content Surf zurückzublicken. Ich weiß noch, wie wir damals angefangen haben, in den ersten Projekten. Und vielen Dank für alles, was du für den PIM-Markt getan hast in den Jahren.